Dass seine Kuchen und Torten auf dem Prüfstand stehen, ist für Werner Klinkmüller nichts Neues. Heute durften zwar nur die Journalisten probieren, am 27. Januar sind dann aber in den Messehallen eine Fachjury und die Besucher der Handwerkerausstellung dran. Der Kuchen- und Tortenwettbewerb lockt erfahrungsgemäß viele Probierfreudige an. Die können sich diesmal auf Klassiker der Konditorei freuen. Es geht nämlich um Napf- und Königskuchen. Also wir wollten die Tradition Folge leisten. Ich denke mal, dieser Napf- und Königskuchen, das ist ein Kuchen aus Omas Zeiten. Und da haben wir uns gesagt, halt, das müssen wir wieder beleben. Denn ich denke mal, auch in sozialistischen Zeiten war es ganz wichtig, dass man einen Marmorkuchen oder einen Napfkuchen mit im Angebot hatte. Aber nicht nur Konditoren treten gegeneinander an. Es gibt auch Wettbewerbe darum, wer die beste Wurst und das beste Brot mitgebracht hat. Letzteres hat im Vorjahr die Bäckerei 30 geschafft. Dank ihrem Genussbrot gehen sie nun als Titelverteidiger an den Start. Den Wettkampf sieht man als Möglichkeit, neue Produkte voranzubringen. Das ist ein Ehrgeiz, den man für sich entwickelt. Das hat ja nichts mit Wettstreit zu tun. Und das ist aber ein Ehrgeiz auch für unsere Bäcker. Und so muss man sich immer wieder was überlegen, um einfach interessante Sachen zu machen. Wie wir immer sagen, die Kunden sind ja heute satt alles. Es gibt alles genug, das Essen ist da. Und ich glaube, wir müssen die Kunden hungrig machen. Die müssen Spaß haben am Probieren, Spaß haben an was Neuem. Diese Philosophie trifft aber nicht nur auf Gewerke wie Bäcker, Konditoren und Fleischer zu, sie passt auf jedes Handwerk. Und genau dafür ist die Handwerkerausstellung da. 304 Aussteller werden zeigen, was aktuell im Handwerk alles möglich ist. Findet man etwas, das man unbedingt auch im eigenen Heim haben möchte, kann man sofort mit dem jeweiligen Betrieb in Kontakt kommen. Die Ausstellung ist also auch sowas wie eine Bühne für die Handwerker. Eine Chance, die man trotz voller Auftragsbücher nicht missen will. Jeder Betrieb ist natürlich gut beraten, am Anfang des Geschäftsjahres 2018 auch für seine Zukunft zu sorgen. Und traditionell ist es ja so, dass man die Kundschaft über die neuen Produkte, Dienstleistungen, Angebote informiert. Es ist die Zeit vorbei, wo der Aussteller, der Betrieb, hinter seiner Theke steht und wartet, dass er angesprochen wird. Es wird zu Mitmachaktionen angeregt. Man zeigt am Stand, wie die Techniken sind. Man führt Arbeiten aus und man ist natürlich bestrebt, junge Leute für seinen Betrieb zu begeistern. Start der Handwerkerausstellung ist am 27. Januar um 10 Uhr. Dann werden auch wieder die silbernen und goldenen Spechte verliehen. Die gibt es für Handwerksbetriebe, die bisher besonders häufig mit dabei waren. Gestiftet wird der Preis von der Sparkasse Spree-Neiße. Sie ist Mitbegründer der Handwerkerausstellung und wird auch in diesem Jahr wieder den größten Stand stellen. Allein dort werden an beiden Messetagen 100 Mitarbeiter vor Ort sein.